ist Daniel von der und willkommen zurück zu Stack Free. Heute nicht auf der Couch, heute hier an dem Gaming-Tisch. Can You Feel It? Volume 2. Wir haben es schon mal vor einem Jahr gezockt. Ich hole gleich zwei Kollegen rein. Es geht darum, Schuhe ohne den visuellen Sinn nur rein ertasten. Ja, also hier stecken wir den Schuh rein und dann wird der Schuh ertastet. Wer ihn zuerst errät, bekommt einen Punkt. Dann holen wir die Gladiatoren rein. Zu meiner Linken, Philipp, All-Star aus dem Bereich E-Commerce, Tech and Operations. Welcome on board. Schön, dass du am Start bist. Und zu meiner Rechten, etablierter Stack-TV-Gast Janosch, Apparel Buyer. Siehst gut aus. Dankeschön. Okay, mit Jogginghose oder ist dann Pyjama-Hose? Velvet Wednesday, von daher. Mega gut. ja, hol dir noch einen Stuhl und dann kann es losgehen. Allen, die da auf der Couch sitzen zu Hause und sagen, ah, würde ich auch können, probiert's mal aus, es ist verdammt doch mal schwer. Chris, die ersten Schuhe bitte. Ach du Scheiße. Ganz schön viel los auf der Mittelsohle. Adidas Geodiver ist es nicht. Es ist verdammt nochmal schwer, sage ich euch. Es ist schlecht. Stitching auf der Seite, was ist es? Wie gesagt, was ist hier in der Mitte los? Ich hab keinen Plan. Okay Leute, das war zum Warmmachen. Zeig mal den Schuh. Oh Mann, ich habe ihn mir noch angeschaut. Das war vom Spiel. Fun Fact, ich möchte ihn eigentlich ganz gerne haben. Jungs, brüllt euch wieder ein bisschen, ja? Steht nach wie vor 0-0, jeder kann noch gewinnen. Gibt vielleicht ein bisschen was Kommerzielleres, Chris, würde ich sagen. Los! Okay, das ist eine Schuhgröße. Air Force One mit. Okay, ja. Für die Farbe würde ich an der Stelle einen extra Punkt geben. Es ist Beige. Nicht, es ist nicht der Flachs. Ja, stark. Hoffentlich. Gute News, trotzdem verkackt. Wenn du verlierst, bist du nicht disqualified, du bist nicht erschossen. Ah, also, schöne Referenz. Genau, von daher. Aktuellen Kassenschlager. Danke, dass du es erklärst, Philipp. Erklärte Witze waren schon immer die besten bei Asphalt Gold. Aktueller Kassenschlager, was Koreanisches vielleicht, Philipp? Los. 3, 2, 1, los! Okay. Sehr, sehr gute Wahl. Kangaroos. Boah, jetzt einfach mal Adidas Grand Slam oder sowas? Yes! Boah! Richtiger Name. Ey, konntest du nicht hinterraten an die Doch, Dinger? Also, ich hab die nicht gefühlt. War mit meinem Finger nicht dran. Und los! New Balance Protection Pack. Farbweg, würde einen extra Punkt geben? Der würde ich einfach mal sagen, All Black, weil der Insta noch verfügbar ist. Okay, nur ein Punkt, das sagt der Philipp einfach grau, jetzt aber hast du den Protection Pack erraten. Ja, es ist erneut richtig. Auch da denkt man doch, es müsste leicht sein, aber es ist trotzdem schwer, gell? Ja. Los. New Balance 860. Nö. Was für ein Logo ist das hier? Seht ihr es? Ja. Grenze mal ein bisschen, ein. Was ist es für eine Disziplin? It's running. Es ist Millennium Running. Ist doch Essex Tiger Stripes oder so. Also hier. 1130 oder so. Gel 1130. 1130. Ja, komm. 1130. Wenn ihr auch immer eure Gedanken direkt in Worte fassen müsst, dann gebt ihr euch Tipps gegenseitig. Natürlich. So, 3, 2, 1 und los geht es. Air Max auf jeden Fall. Can you feel it? Can you feel it? Air Max von Putter. Welcher? Oh, shit. Ja, der neue. Ja. Los! Air Force, ne? Pass mal oben. Auf der Mittelsohle ist hier nochmal die. Um den Schaft rum, falls ich mal. Schaft, oh. Es könnte. Na, nee, ja. Ja, doch. Es ist ein Forum. Forum Low. Da oben ist sowas los. Scheiße. So. Ich bin jetzt das dann Stripes. Ja, ist fertig, ist fertig. Los geht's. Ah. Free, Nike Free. Bisschen konkreter noch? Der viele Free. Ach, wie heißt der? 5.0? Aber Typ am Upper so ein bisschen. Der ist so straight und dann halt genau. Ja, du kennst den Namen aber nicht wirklich. Nö, vergessen. Gab's ja vor 1000 Jahren. Exakt. Free Run Trail ist es. Scheiße. Gibt trotzdem nur einen Punkt.
Dann geht's los. Ah, es ist ein New Balance 990. Sehr gut. Hast du oben einen? An dem hier. Einen Tab? Einen silbernen. Nix Griffel in die Box. Los geht's. Hast du noch Supercord? Yes. Wow, Alter, krass. Das letzte, was ich gedacht hätte jetzt. Hat Bock gemacht, Janosch, auch die zweite Version, Can You Feel It, geht an dich. Gratulation, mal gucken, wer der nächste Opfer ist. Philipp, sei nicht böse und komm wieder, bitte. Sehr gerne. Genau, und ihr zu Hause, probiert's mal aus, lasst euch von eurer Freundin, von eurem Freund einfach mal blind drei Schuhe geben und probiert es mal selbst. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr abgeschlossen habt. Abonniert den Kanal natürlich und auf bald mit diesen sexy Typen und mir. Bis dann, ciao. Ciao.